Ja, moin Leute, heute zu meinem Review zum neuen iPad oder auch zum iPad 3G. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe das Ganze in der 4G-Variante mit 32 GB. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Und ja, zum neuen iPad erstmal an sich. Das ist 9,4 mm dick, also ist ein bisschen dicker als der Vorgänger, aber ja, das. Denke ich mal, fühlt man jetzt eigentlich nicht so. Vom Gewicht her ist es auch ein bisschen schwerer geworden. Und zwar wiegt es jetzt 50 Gramm mehr als das iPad 2. Wobei die 4G-Variante nochmal 10 Gramm mehr wiegt. Ja, das Ganze könnt ihr in 16 GB, in 32 GB oder in 64 GB kaufen. Natürlich alles mit 4G dann noch. Aber dazu komme ich später dann nochmal. Ja, zum Display. Wir haben hier ein 9,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel. Das sind 264 Pixel per Inch. Ich kann es mal versuchen hier zu zeigen, aber das wird nicht gehen. Durch die Kamera und durch eure Monitore ist die Auflösung immer noch anders. Da müsste ich dann selbst im Laden davon überzeugen, wie gut es ist. Ja, aber es ist schon ein großer Schritt vom alten iPad jetzt zum neuen vom Display her. Und ja, Apple hat hier einen A5X Dual Core Chip eingebaut mit einer Quad-Core Grafikkarte und 1000 MB RAM. Dann haben wir hier noch Bluetooth 4.0, hat dann eine höhere Reichweite, ich glaube bis zu 100 Meter, ist auch da wirklich sehr gut. Ja, dann kommen wir zum 4G. Also hier habe ich wie gesagt schon die 4G-Variante mit dem Netzbalken hier. Und ja, 4G geht in Deutschland eigentlich nicht, wurde von Apple bestätigt, weil die Frequenzen dafür falsch sind für Deutschland. Aber in den Vereinigten Staaten und in Australien müsste es eigentlich gehen. Also ja, hier in Deutschland haben wir halt dann nur bis zu 42 Mbit pro Sekunde wegen dem Dual Carrier. Und ja, das reicht eigentlich auch, finde ich. Deswegen ist es mir eigentlich egal, ob es jetzt 4G hat oder nur die bessere Variante von 3G. Dazu gibt es auch schon Anbieter, die würde es anbieten. Ich glaube, Vodafone bietet es schon an. Da zahlt ihr dann 45 € im Monat, glaube ich. Ja, dann haben wir hier hinten auch noch eine neue Kamera. Die ist jetzt auch ein bisschen größer von den Dimensionen her. Und zwar hat jetzt eine 5, also hat das iPad jetzt eine 5 Megapixel EyeSight-Kamera, die wohl auch im iPhone 4S verbaut wurde. Wir haben hier dann auch noch Autofokus drin und eine Full-HD-Videoaufnahme von 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde. Entschuldigung. Und hier vorne haben wir wie üblich die die Frontkamera. Die hat aber leider immer noch eine VGA-Auflösung. Und ja, ein Testvideo zur Backkamera mit Bildern verlinke ich euch hier mal rechts im Eck. Könnt ihr euch dann anschauen. Und ja, zur Batterie ist zu sagen, dass sie immer noch 10 Stunden lang geht, aber dafür auch länger auflädt. Also so ungefähr 10 Stunden lädt die auf. Würde ich deswegen euch empfehlen, nur über Nacht die aufzuladen. Das liegt daran, weil eben wegen dem Retina-Display, das braucht viel mehr Akku und dem besseren Prozessor. Ja, in der Verpackung vom iPad, die habe ich hier mal. Schwarz habe ich es, wie schon gesehen. Und eben 32 GB mit 4G. Ich glaube, ich habe 700 € bezahlt. Mit dabei waren hier einmal dieser Ladeadapter, der ist in der Verpackung dann noch so auseinandergesteckt. Das steckt ihr dann einfach zusammen. Mit dem 10-Volt-Kabel und habe dann ein voll funktionsfähiges Netzteil. Dann waren hier noch Broschüren dabei. Also halt wie von Apple gewohnt. Hier war dann noch das. So eine kleine, ja, ich sag mal Gabel, um hier den Micro-SD-Karten-Slot zu öffnen. Und ja, aber den habe ich jetzt halt mal raus, weil den brauche ich da eigentlich nicht drin. Den brauche ich ziemlich öfters und deswegen habe ich den einfach nicht rein. Hier sind dann noch irgendwelche Gebrauchsanleitungen zum iPad und ja, sonst war da nicht mehr drin. Irgendwo sind auch noch Apple-Sticker, glaube ich, aber die liegen anscheinend jetzt noch im Karton. Ah, die waren auf jeden Fall auch dabei. Ja, zur Software, zur iPad-Software gehe ich jetzt mal
also zu iOS 5, es wird iOS 5 Standard, iOS 5.1 standardmäßig ausgeliefert. Da sage ich jetzt aber mal nichts dazu und ja, weil ihr kennt das alles, schaut einfach mein iOS 5 Preview Video an, das ist auch nicht viel mehr anders. Bloß halt, wir haben hier keine Aktien-App, keine Wetter-App, keine Uhr-App. Ja, dafür alles halt ein bisschen mit größeren, in größeren Dimensionen. Dann wollte ich euch aber noch die Diktierfunktion zeigen. Und zwar machen wir da einfach mal eine neue Notiz. Und hier habt ihr dann unten, wenn ihr das aktiviert habt, so ein Siri-Icon. Und ja, wenn ihr da drauf tippt, dann könnt ihr auch diktieren. Satzzeichen müsst ihr selber dazu sagen. Also ich mache jetzt einfach mal. Ich sage jetzt einfach irgendwas. Hallo, Komma. Heute ist ein wunderschöner Tag, Komma. Lasst uns doch Fußball spielen, Ausrufezeichen. Dann verbindet es hier kurz mit den Apple-Servern und hier funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Einen Moment. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt in der Kamera? Ich nehme mal hier aus dem Stativ. Ja. Hallo, heute ist ein wunderschöner Tag. Lass uns doch Fußball spielen. Da hat es ein bisschen versagt, also ja, aber es funktioniert im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut. Ich würde euch halt empfehlen, das nicht bei wichtigen Mails oder so herzunehmen. Und ja, das war mein Review zum iPad 3. Es werden auch noch weitere Videos folgen. Ich habe da schon ein paar in Planung. Und zwar werde ich euch noch die ganzen iLife-Apps hier vorstellen. Hier iMovie, iPhoto und GarageBand. Werde ich euch in den nächsten Videos vorstellen. Und auch einen Speedtest iPod Touch 4G gegen iPad 3. Und ein Wortzimmer iPad. Ich habe jetzt noch nicht so viel drauf, aber das zeige ich euch dann auch. Und ja, das war es dann auch schon zum iPad-Video. Wie gesagt, das Kameravideo findet ihr unten in der Beschreibung oder eben vorher rechts unten in der Ecke. Ja, das war's dann und ciao.